Ich wollte darauf vorbereitet sein. Ich habe dein Leben gerettet, indem ich dich herbrachte. Ich wusste, dass dieser Tag kommen würde. Oh, da draußen ist es nicht sicher. Irgendetwas kommt. Das war der Big Game Spot zu 10 Cloverfield Lane, den uns Paramount Pictures voraussichtlich ab dem 31. März 2016 in die deutschen Kinos bringt. Und Big Game Spot heißt, es ist der Spot, der während des Super Bowls vergangenen Sonntag lief, hier in eingedeutschter Variante. Und dafür, dass es nur ein Spot ist, finde ich es saucool, dass hier komplett neues Bewegtmaterial drin ist, im Vergleich zu dem ersten Trailer, der vor einigen Wochen herauskam. Und das Ganze ist hier eben die Fortsetzung von Cloverfield, von J.J. Abrams produziert. Und lange war es ein Riesenmysterium, wird es wirklich eine Fortsetzung geben, weil ich mochte Cloverfield sehr. Der Film hat es damals geschafft, in das Found-Footage-Genre, das heißt dieses Genre mit der typischen Wackelkamera, das kennt man eigentlich eher aus Horrorfilmen, irgendwie auf ein anderes Level zu heben. Damals in einem Science-Fiction-Action-Film, New York City, wird überrannt von einer Invasion, ein riesiges Vieh, tausende Millionen kleine Viecher und ein Haufen Menschen als Opfer mittendrin hat das einfach damals bewirkt, dass der Zuschauer sich wie mittendrin fühlte. Und der Film war echt spannend und deswegen freue ich mich auf die Fortsetzung hier, die die Geschichte von einer Frau erzählt, die einen Autounfall hat. Das sehen wir zum ersten Mal auch hier in diesem Spot und auf einmal aufwacht in einem Keller-Bunker von einem Mann, irgendwie gefühlt auch fast entführt und sie glaubt entführt worden zu sein und will dort raus, aber er sagt ganz klar, geh nicht raus, geh nicht nach oben an die Erdoberfläche, dort tobt etwas, von dem man nicht weiß, was es ist und dann die Aufnahme hier in diesem Spot hinter diesem Haus, dieses große Licht und dieser Tier-Monster-Sound und man sieht nicht genau, was es ist, ist natürlich spannend, was da oben dann letztendlich passieren wird, das Ganze hier wieder in einen Science-Fiction-Thriller hineingepackt und dass John Goodman mitspielt, freut mich unglaublich, weil ich den nicht nur unglaublich gerne sehe, den hat man fast in jedem Film, in seiner gesamten Filmografie nie in einem schlechten Film erlebt, weswegen hier die Vorfreude nicht nur steigt aufgrund der Tatsache, dass es die Fortsetzung ist, sondern auch, weil ich einfach Bock habe, hier diesen Indikator, dass John Goodman mit dabei ist, dann gerne glaube, dass es auch ein schönes Wiedersehen wird und ich mag, wenn es so ein bisschen mysteriös, monsterhaft wird. Ich bin also gespannt für diesen kurzen kleinen Spot. Cool, Action drin, Story drin, mit dem Voice-Over und vor allem sehr viel mehr als nur in dem Trailer, obwohl es sehr viel kürzer und geraffter ist, macht es mir Appetit auf mehr. Was sagt ihr denn zu diesem Spot? Schreibt es gerne in die Kommentare und lasst gerne einen Daumen da, wenn ihr diesen Big Game Spot Check mochtet. Lasst es bleiben, wenn nicht. Ansonsten, das wisst ihr, gibt es hier noch ein paar Links um mich rum. Und morgen um 15 Uhr natürlich spätestens ein neues Video. Und bis dahin hoffe ich, ihr seid morgen wieder mit dabei. Natürlich um 3 Uhr.